Im heutigen Video möchte ich dir die Home Assistant Bubble Card vorstellen, die meiner Meinung nach zu einer der schönsten und besten Home Assistant Community Dashboard Karten gehört, die im Jahr 2023 von der Community beigesteuert wurden. Warum das der Fall ist, das möchte ich dir im heutigen Video zeigen. Wenn du daran Interesse hast, bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht's hier los. Ich wünsche dir viel Spaß hier mit dem Video. Let's go! Ja, dann lass uns direkt mal starten, denn es gibt wirklich einiges zu zeigen und dazu springe ich jetzt erstmal in die Dokumentation. Wir müssen nämlich zuerst etwas installieren und ich gehe mal kurz über die Doku drüber. Da siehst du schon mal, wie die Karte grundsätzlich aussieht. Das heißt, ja, ähnlich wie Mushrooms oder ähnlich wie zum Beispiel jetzt die Home Assistant Kachelkarte hast du eben die Möglichkeit, alles relativ kompakt anzuordnen, aber so mit abgerundeten, ja, in abgerundeter Form, so Bubbles eben. Aber was eigentlich für die Karte spricht, ist hier so diese Pop-Up-Funktion. Von daher, ich hatte schon überlegt, ob nicht sogar der Name Pop-Up-Card besser gewesen wäre. Vielleicht gibt es aber auch schon eine Karte mit dem Namen, keine Ahnung. Aber das ist für mich so das Hauptfeature eigentlich hier dieser Karte. Und ja, dann hast du eben die Möglichkeit, dir so ein Menü zu bauen, Horizontal Stack. Also nicht verwechseln mit dem Horizontal Stack, den du auch in Home Assistant integrieren kannst als Karte, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen natürlich. Dann hast du hier so, ja, Separator, also kannst eben dann dein Design ein bisschen unterteilen, ein bisschen besser strukturieren und hast hier nochmal eine Button-Slider-Card, die du einbinden kannst, zeige ich dir natürlich alles und kannst dir auch Cover einbinden, also Rollläden, Rollos und es ist so das, was die Karte kann. Aber wie gesagt, wir müssen erst was über Hex installieren. Falls du Hex nicht installiert haben solltest, wenn du neu in Home Assistant bist, schau dir gerne mal ein Einsteigervideo an. Das verlinke ich dir nochmal rechts oben. Da bekommst du gezeigt, wie du Hex installieren kannst. Das heißt, ich kopiere mir jetzt den Link hier. Wir brauchen dann auch erstmal keinen Neustart. Das ist bei Frontend-Erweiterung eigentlich nicht der Fall. Aber wir müssen gleich den Browser-Cache aktualisieren. Siehst du gleich alles. Das heißt, ich gehe einmal zurück nach Home Assistant. Dann hier nach Hex. Dann wollen wir eine Frontend-Erweiterung installieren. Gehen hier um auf die drei Punkte. Benutzerdefiniertes Repository. Und fügen jetzt hier das kopierte Repository hinzu, die URL. Und das ist dann von der Kategorie Lovelace. Einmal hinzufügen. Dann wird jetzt hier das Repository Home Assistant hinzugefügt. Und dann siehst du es auch schon hier links im Hintergrund. Ich mache mal den Dialog hier zu. Ist eine neue Karte eingefügt worden. Diese müssen wir jetzt erst herunterladen. Das heißt, ich öffne einmal hier das Repository, klicke hier auf Herunterladen. Und wir installieren dann auch hier die aktuelle Version. Zum Zeitpunkt des Videos ist das hier die 1.5.1. Dann einmal herunterladen und die Karte dann, ja, in Home Assistant, ja, installieren. Und im Weiteren, wie eben schon angesprochen, einmal den Browser-Cache leeren. Das können wir direkt hier über Home Assistant tun, neu laden. Und dann sollte die Karte erstmal grundsätzlich zur Verfügung stehen. Ja, nachdem dann die Karte installiert ist, können wir auch direkt mit der Konfiguration der Karte im Dashboard beginnen. Daher wechsle ich jetzt mal ins Dashboard, sage dann hier oben Dashboard bearbeiten. Und dann solltest du zwei Karteneinträge finden, zwei neue. Ich suche mal hier nach Bubble. Und dann gibt es zwei Einträge, nämlich einmal für die Bubble Card und einmal für die Bubble Pop-Up Karte. Wo ist der Unterschied? Ich zeige dir das kurz. Ich öffne mal die Bubble Karte. Und dann kannst du hier die verschiedenen Kartentypen auswählen und kannst auch innerhalb der Bubble Card sagen, ich möchte eine Pop-Up Karte. Und wenn du das machst, bekommst du hier einen Hinweis, dass sich im Prinzip der Ort, der Speicherplatz der Karte geändert hat. Heißt, es gibt halt eben jetzt neben der Bubble-Karte eine Bubble-Pop-Up-Karte. Deshalb bekommst du hier an der Stelle einen Hinweis und kannst auch nichts weiter konfigurieren. Und daher breche ich das Ganze jetzt mal ab, beziehungsweise wenn wir, ja genau, ich muss es hier abbrechen. Und dann sage ich nochmal die Karte hinzufügen, Bubble-Card. Und wenn du jetzt denkst, okay, jetzt kannst du hier direkt loslegen, dann siehst du hier auch schon einen Hinweis, just added in a vertical stack, also in einen vertikalen Stapel, musst du eben eine Pop-Up-Karte hinzufügen, damit eben diese Pop-Up-Funktionalität ja, funktioniert. Das siehst du auch nochmal, wenn du jetzt hier die Karte einfach direkt öffnen würdest, bekommst du auch hier oben an der Stelle direkt prominent nochmal den Hinweis, dass du eben das Ganze in einen vertikalen Stapel packen solltest. Von daher, das ist eben der Ausgangspunkt und damit fangen wir dann jetzt auch an. Das heißt, ich schließe jetzt hier nochmal den Dialog, öffne einen virtuellen Stack, also vertikaler Stapel. Ich denglische manchmal, also Englisch-Deutsch, liegt so ein bisschen an meiner Arbeit auch immer. Also vertikaler Stapel. Und jetzt in diesen Stapel können wir dann die Bubble Card einfügen, und zwar die Pop-Up-Karte, und können die jetzt dann anfangen zu konfigurieren. An erster Stelle geht es dann los mit der Vergabe eines Namens in Form eines Hashtags. Das ist dahingehend wichtig, dass das ein eindeutiger Name sein muss, weil du im Weiteren dann im horizontalen Menü auf deine Pop-Ups referenzierst. Und das machst du dann hier über diesen Hashtag, über den Hash-Namen. Das heißt, ich sage jetzt hier mal, das soll das
Wohnzimmer sein und schreib das hier nochmal als optionalen Namen rein, Wohnzimmer, und dann siehst du es auch direkt in der Vorschau, dass das aktualisiert wird, wie sich das darstellt. Dann vergebe ich hier mal ein Icon, suche mir mal hier das Sofa aus, ja, das hier zum Beispiel als erstes, und dann hast du hier im Weiteren die Möglichkeit, eine, ja, Gruppe zu hinterlegen oder eben eine Entität, die du toggeln kannst. Hier bietet sich das natürlich an, wenn du das zum Beispiel jetzt in Form von Räumen gestaltest, also dass jede Pop-up-Karte einen Raum darstellt, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, wenn du oben auf den Toggle klickst, dann sollen eben alle Lichter in diesem Raum ausgehen. Von daher könntest du hier eine Lichtergruppe hinterlegen. Ich mache das gerade mal, und zwar hier Lichter Wohnzimmer. Und dann siehst du auch direkt, jetzt hat sich hier die Farbe geändert, weil auch Beleuchtung hier in dem Raum angeschaltet ist, beziehungsweise eben Lichter, die dann zu dieser Gruppe gehören, die ich jetzt hier referenziert habe. Und im Weiteren hast du noch die Möglichkeit, hier mehr Informationen anzugeben. Also du kannst hier dann zum Beispiel eine Temperatur hinterlegen. Ich schaue mal, ob ich hier was Passendes finde. Temperature zum Beispiel hier vom Batterielevel, nur um es mal zu zeigen. Also kannst dann eben an der ersten Stelle hier nochmal das Ganze um weitere Informationen anreichern. Aber du siehst das ja immer, das sind dann optionale Informationen. Könntest du noch einen Text reinschreiben. Und jetzt kommt eine wichtige Einstellung, nämlich wie lange dann das Pop-up auf sein soll. In dem Fall ist jetzt hier die Voreinstellung 15.000 Millisekunden, also 15 Sekunden. Mir ist das jetzt eigentlich zu lang. Ich gehe jetzt hier mal auf 5.000 Millisekunden und passe das so mal an. Im Weiteren hast du die Möglichkeit, und das ist eigentlich ziemlich cool und das ist für mich echt auch eines der Highlights hier der Karten, hast du die Möglichkeit, einen Pop-up-Trigger einzurichten. Also du musst dir das vorstellen, das ist vielleicht ähnlich vergleichbar wie mit einer Beacon-Funktion. Also wenn du zum Beispiel ein Smartphone oder deine Smartwatch nutzt, um dann eben bestimmte Geräte zu steuern, wenn du einen Raum betrittst. Zum Beispiel gehst du jetzt in dein Wohnzimmer, und wenn dann erkannt wird, dass dein Smartphone auch in deinem Raum ist, dann kannst du vielleicht bestimmte Aktionen auslösen oder du kannst dir auf deinem Handy eben auf deinem Smartphone ein bestimmtes Menü anzeigen lassen. Und das kannst du jetzt an der Stelle anstatt mit einem, ja, Device-Tracker dann eben mit einem Sensor machen, wie zum Beispiel Tür-Fenster-Kontakt oder auch einem Bewegungsmelder, der dann eben erkennt, okay, wenn du in diesem Raum bist, dass dann eben ein bestimmtes Menü zum Beispiel angezeigt wird auf deinem Smartphone, nämlich das Pop-up-Menü, was du für diesen Raum dann erstellt hast. Und das finde ich ziemlich geil. Also das ist echt eine coole Funktion. Das würdest du dann hier an der Stelle dann einrichten können. Ich lasse das jetzt mal so. Aber das ist das, was jetzt hier der Pop-up-Trigger macht. Also damit kannst du eben wirklich automatisieren, wie hier dieses Pop-up funktionieren soll, wie sie es eben verhalten soll. Und das ist echt eine ziemlich coole Funktion. Im Weiteren hast du dann die Möglichkeit, noch das Design zu beeinflussen. Das heißt, unterschieden nach Smartphone, also auch Desktop, kannst du nochmal dann eben die Platzierung einstellen. Also wie, ob das Pop-up über den gesamten Bildschirm von der Höhe gehen soll oder wie breit dann auch hier das Pop-up sein soll. Also hast du ein paar Optionen. Das hier unten, ja, sind auch nochmal Designoptionen. Und du hast hier nochmal die Möglichkeit, die Browser-Funktionalität zu nutzen, was das ja Navigieren innerhalb der verschiedenen Karten betrifft. Das würdest du machen, indem du halt hier diesen Schalter aktivierst. Statt das, wenn Sie uns aber gleich direkt mit vielen Details beschäftigen, möchte ich dir erstmal grundsätzlich zeigen, wie du das Design aufbaust. Daher werde ich jetzt mal eine weitere Karte anlegen. Wir befinden uns da im vertikalen Stapel, können da einfach auf das Plus gehen. Und natürlich nehme ich dann eine Karte vom Typ Bubble, nehme die Bubble Card und wähle hier einen Button aus. Und hier entscheide ich mich dann für Beleuchtung. Das heißt, ich lege jetzt einfach mal hier ein Leuchtmittel fest, beziehungsweise ich mache es mal hier vom Namen. Nutze mal dieses Leuchtmittel hier und dann hast du im Weiteren die Möglichkeit, hier den Typ zu unterscheiden. Voreingestellt hier ist Switch. Du hast aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, das soll ein Slider sein. Ich möchte aber die Unterschiede zeigen visuell und auch von der Funktion. Ich lasse das jetzt mal auf Switch und dann kannst du hier nochmal einen Namen vergeben, aber der Name steht da schon hier drin. Und dann lege ich nochmal ein, ja, Symbol fest, nutze jetzt einfach mal hier dieses Symbol, dann sieht es auch ein bisschen schöner aus im Prinzip. Und dann hast du noch die Möglichkeit zu sagen, dass du dir den Status anzeigen lassen möchtest, also ist die Beleuchtung an oder aus. Daher lege ich den Schalter jetzt mal um und lege dann direkt mal eine weitere Karte an vom gleichen Typ, also nochmal Bubble, Bubble Card. Und vom Typ Button nehme dann auch die gleiche Entität, einmal verschrieben, also hier. Das war hier das Leuchtmittel und das soll jetzt dann vom Typ Slider sein. Und hier nehme ich auch wieder ein Symbol, damit es auch schön hübsch aussieht. So, einmal das hier. Und auch hier möchte ich mir den Status anzeigen lassen und speichere jetzt hier das Ganze mal ab. Ja, und wenn du dann im Weiteren auf die Karte draufklickst, dann wird per Toggle auch das Leuchtmittel aktiviert, was wahrscheinlich ein Bug ist und du siehst das.
dass hier zwei unterschiedliche Farben angezeigt werden. Also der Status ist nicht gleich, obwohl es das gleiche Leuchtmittel ist. Müsste eigentlich meiner Erwartung nach zweimal das gleiche sein, zweimal die gleiche Farbe. Ist jetzt nicht der Fall. Und du siehst natürlich den Unterschied. Hier oben hast du halt den Schalter, hier hast du jetzt den Slider. Das heißt, hier ziehst du ein bisschen und dann kannst du hier, ja, es darf irgendwie nicht zu schnell sein. Manchmal gibt es eine Fehlermeldung, hast du vielleicht gerade hier unten gesehen. Kannst halt hier über den Slider dann die Helligkeit entsprechend anpassen. Wenn du vorne aufs Logo draufklickst, kommst du dann hier in die Gerätinformationen, kannst du natürlich auch nochmal den Slider benutzen und könntest natürlich im Weiteren dann hier deine Farbe anpassen. Soweit, so gut, dann erstmal hier zu den Buttons mit einem Leuchtmittel. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen uncool aus. Jetzt könntest du natürlich hergehen, könntest sagen, dass du dir einen horizontalen Stapel hier einbindest. Das kann dann auch ein ganz normaler Stapel von Home Assistant sein. Also du musst jetzt hier nicht zwingend die Bubble Card verwenden. Das mache ich jetzt mal und schneide mir das gerade mal aus. Also einmal den hier, setze den dann hier ein, aus Zwischenablage einfügen und das gleiche hier mit der Karte, also ausschneiden und auch wieder hier in den horizontalen Stapel und einmal hier Plus einfügen, also hier aus der Zwischenablage und so, dann siehst du, sieht das schon ein bisschen hübscher aus. Ich speichere das Ganze nochmal und so kannst du dir erstmal grundsätzlich dann deine Optik schon mal aufbauen und wir machen dann mal weiter mit der nächsten Karte. Ich lege dann einfach mal noch eine weitere Karte an, also suchen wir wieder hier nach Bubble Card und nochmal vom Typ Button, weil ich noch was zeigen möchte, was du konfigurieren müsstest, wenn du möchtest, dass es funktioniert. Also einmal Button und dann wähle ich hier das zweite Leuchtmittel aus der Gruppe aus. Und das ist dann hier ein LED-Lichtstreifen. Dann nehme ich mal das Symbol und dann auch hier den Status möchte ich anzeigen lassen und speichere das Ganze nochmal ab. Auch hier kannst du ganz normal wieder jetzt hier dein Leuchtmittel steuern. Und ja, dann sage ich hier nochmal fertig. Und wenn du jetzt quasi möchtest, dass hier oben dann auch der Toggle funktioniert, nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja eingestellt für die Pop-up-Karte, dass dann hier die Gruppe Lichter Wohnzimmer ausgehen soll, wenn du hier oben auf die Karte draufklickst. Und wenn ich das jetzt tue, also das heißt, ich klicke hier auf das Symbol, ja, dann geht erstmal hier die Einstellung auf, aber ich kann jetzt hier im Prinzip nichts ausschalten. Das heißt, hier reagiert kein Toggle. Also ich kann die Farben einstellen, mehr nicht. Und um das zu ändern, musst du nochmal den sogenannten, also eine Tap-Action definieren. Und das machst du dann im YAML-Modus oder musst du in dem Fall im YAML-Modus machen, weil das geht jetzt nicht hier über die GUI-Einstellung, über den visuellen Editor. Das heißt, wir wechseln einmal hier in den Code-Editor. Und dann möchtest du das ja hier für die Bubble Card einstellen. Das heißt, wir müssen das hier in dem oberen Bereich für die Bubble Card definieren. Und das wäre dann im Prinzip ein Attribut, was sich nennt Tap-Action. Ein Doppelpunkt und dann zwei Leerzeichen und dann wollen wir eine Action definieren, nämlich ein Toggle. Und damit hättest du jetzt den Toggle eben hier oben für diesen Bubble definiert. Ich speichere das mal ab und wenn wir jetzt hier drauf gehen oder auf den Schalter hier hinten, dann sollte sich das Ganze ausschalten und du siehst, die Leuchtmittel gehen hier jetzt aus, was vorher nicht ging. Vorher wurde ja im Prinzip die Geräteinformation angezeigt zum Ändern der Farbe und jetzt siehst du, haben wir quasi einen Toggle hinterlegt. An- und Ausschalten funktioniert, sodass du dann auch hier oben wirklich die Gruppe dann der Beleuchtung ausschalten kannst. Im Weiteren kannst du die Buttoncard dann natürlich auch für andere Entitäten nutzen, die du zum Beispiel schalten möchtest, also toggeln möchtest. Du kannst die Buttoncard aber auch sehr gut für einen Media Player nehmen, weil du eben über die Slider-Funktionalität sehr komfortabel dann auch deine Lautstärke regeln kannst. Und das möchte ich dir kurz mal zeigen, wie dann die Karte aussieht oder aussehen könnte. Das heißt, ich gehe hier wieder auf Bearbeiten. Wir legen eine neue Karte an, fügen eine hinzu. Natürlich ist es auch wieder eine Bubble Card, auch wieder hier vom Typ Button. Und auch hier wähle ich dann gleich den Slider aus, aber erstmal den Media Player auswählen. Nehme ich mal den hier. Und dann soll das eben auch vom Typ Slider sein, wegen der Lautstärke. Und dann siehst du es auch schon, hat sich jetzt die Ansicht geändert. Der Media Player war aktiv. Und dann wird dir so ein bisschen die Lautstärke auch angezeigt. Du bekommst da sogar ein Vorschaubild vom Album angezeigt. Und dann vergib hier mal einen Namen. Das ist dann jetzt eben hier ein HomePod. Und vielleicht noch ein schöneres Icon, muss nicht sein. Kannst du ja auch noch den Status anzeigen lassen, pausiert. Wenn du, glaube ich, hier ein Icon reinmachst, verschwindet natürlich dann auch das Album. Das heißt, wenn ich jetzt den Speaker mal reinsetze, also ein Icon, müsste das natürlich verschwinden, logischerweise. Also Speaker, ja genau, und dann wird es logischerweise ersetzt. Also wie du möchtest, aber mit dem Album war ja eigentlich ganz cool. Was manchmal etwas schwierig ist, dann hier Entitäten rauszulöschen. Das heißt, ich mache das jetzt mal weg. Ja, hat jetzt funktioniert. Das musst du teilweise eben über den Code-Editor machen. Das hängt ja irgendwie manchmal ein bisschen.
Okay, also du siehst, hier wird so dann das Album angezeigt bekommen. Ich speichere das Ganze jetzt mal ab. Und wenn du jetzt hier entsprechend dann auf den Bubble draufklickst, bekommst du auch die Steuerungselemente vom Media Player angezeigt. Kannst natürlich hier alles Mögliche dann tun. Du kannst auch hier die Lautstärke ändern. Aber wenn du das Ganze jetzt natürlich laufen lässt, ich sage jetzt mal Play, klick mal drauf. Und dann könntest du natürlich auch hier dann die Lautstärke entsprechend ändern. Das hängt irgendwie manchmal ein bisschen, siehst hier Fehler beim Aufruf, keine Ahnung, woran das liegt. Geht mit dem Finger ein bisschen besser auf dem Smartphone. Ja, jetzt ist es lauter geworden. Also keine Ahnung, im Browser hängt das manchmal, auf dem Smartphone klappt das eigentlich immer ganz gut. Aber ich denke, im Prinzip ist klar geworden, wie das Slider-Funktionalität, kannst du eben hier die Lautstärke dann mit verändern und über die Steuerungssymbole dann den Media Player steuern. Ja, und so langsam füllt sich ja hier unsere Karte auf. Das wird vielleicht etwas unübersichtlich und vielleicht sagst du dir, okay, du hättest es gerne etwas sortierter. Dafür können wir dann eine weitere Bubble Card hinzufügen, also auch hier wieder bearbeiten, Plus-Symbol, eine neue Bubble Card auswählen. Und dann hast du ja noch weitere Typen. Das Cover, da komme ich gleich drauf zurück. Da haben wir hier im Weiteren nochmal eine Empty Column, also eine leere Zeile im Prinzip. Eine leere, ja, Column ist eigentlich Spalte, aber ist eigentlich eine Zeile in dem Fall, was hier eingefügt wird. Und du hast hier einen Separator. Ich würde jetzt erstmal hier mit der Empty Column weitermachen. Achte mal hier auf der rechten Seite in der Vorschau, wie sich das gleich verändert. Da erkennt man es eigentlich ganz gut, weil jetzt hier der Hintergrund dann auch dunkel ist. Also Empty Column. Die füge ich mal ein und verschiebe die jetzt. Und dann siehst du auch hier, dass hier der Abstand dann größer wird. Ich mache es nochmal eins zurück. So, das heißt, hier kannst du dann so ein bisschen schon mal separieren. Das heißt, im oberen Bereich könntest du sagen, hast du dann deine Beleuchtung oder irgendwelche anderen Entitäten sortiert. Dann im mittleren Bereich vielleicht hier deine Media Player Steuerung und später dann ein Cover. So machst du hier schon mal ein bisschen auch einen Trenner rein. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und hier einen weiteren Trenner oder Separator hast du ja dann auch noch als Kartentyp. Das heißt, den füge ich jetzt auch mal hinzu, nämlich hier Bubble Card und dann hier einen Separator. Und den schiebe ich jetzt mal auch etwas weiter nach vorne. Und du siehst hier so ein bisschen ganz leicht eine Linie. Ich verschiebe das mal etwas höher und zwar dann hier nach vorne. So, dann haben wir hier den Trenner oben eigentlich zum Pop-up. Der ist jetzt ziemlich groß. Und hier könntest du auch nochmal einen Namen vergeben. Zum Beispiel, ja, ich sage jetzt einfach mal, um irgendwas reinzuschreiben, Beleuchtung, dass man es einfach mal erkennt. Und könntest natürlich auch hier ein Icon reinmachen, also irgendwie Light. Group, gibt es da irgendwie ein Icon oder Light, nur Group? Group, ja, keine Ahnung, genau, Bubble Group, Light Bulb Group, das meine ich. Und so kannst du dir auch hier einen Trenner einbauen, der nochmal ein bisschen auch visuell hinterlegt ist. Ich sag mal hier speichern und stelle vielleicht mal eine hellere Ansicht ein. Das heißt hier Profil, dann hell, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Dann einmal aktualisieren. So, und wieder in den Bearbeitungsmodus gehen, abbrechen, ja, halt fertig. Das dauert manchmal, bis sich die Karte dann wirklich aufbaut. Jetzt ist natürlich das Ganze ein Pop-up, deshalb sieht man es nicht. Deshalb musst du immer in den Bearbeitungsmodus erstmal gehen. Ja, und hier siehst du den Trenner jetzt etwas besser. Also hier diese ja, Linie im Prinzip. Und hast es hier nochmal optisch einfach ein bisschen separiert, also Separator. Das Video möchte ich aber in jedem Fall hier im Dark Mode weitermachen, daher dunkel. Geh wieder zurück hier ins Profil und ja. Du siehst immer so ein bisschen von der Ansicht, muss es aktualisieren. Es liegt wahrscheinlich irgendwie am Caching, keine Ahnung. Ja, und dann baut sich das wieder auf. So, okay, jetzt haben wir zwei weitere Karten hinzugefügt. Einmal hier den Separator, als auch hier eine leere Zeile. Und jetzt bleibt ja noch eine weitere Karte, nämlich die Coverkarte. Die möchte ich auch mal hinzufügen, damit du siehst, wie die aussieht. Das heißt, wir fügen hier in den vertikalen Stapel eine weitere Karte hinzu, also Bubble Card. So, und dann haben wir, glaube ich, auch so ziemlich alle Typen schon abgedeckt. Also die Button Card hatten wir, die Cover Card machen wir jetzt, die Empty Column, das war hier die zwischen der Beleuchtung und der Mediensteuerung. Dann hier den Horizontal Stack, ah ja, genau, den brauchen wir gleich noch, der kommt da ganz zum Schluss. Die Pop-up Karte, das ist das, was wir gerade aufbauen. Und den Separator, den haben wir hier oben. Also weiter geht's dann hier mit dem Cover. Da suche ich mir jetzt einfach mal irgendeinen Rollo aus. Habe ich hier einen drin? Einen Switchboard habe ich hier drin, Switchboard Curtain. So, und dann könntest du natürlich auch sagen, du möchtest hier wieder so einen Separator haben. Da würde ich jetzt einfach mal hier den Media Player hier vorne, da haben wir die Karte, einfach mal kopieren. Gehe wieder aufs Pluszeichen und füge das aus der Zwischenablage ein, schiebe das eins nach vorne. Ja, und dann ist es auch so ein bisschen hier separiert dann vom Media Player. Ich schaue nochmal, genau, der ist an sechster Stelle, an der siebten Stelle ist dann hier die leere Zeile wieder und so. Ja, ist das so ein bisschen alles auch getrennt. Da musst du halt für dich dann entscheiden, was dir besser gefällt als Trenner, eben hier oben der Separator oder eben diese Empty Column. So,
ein bisschen Geschmackssache natürlich. Und dann so wird erstmal auch das Cover, die Coverkarte oder die Cover-Bubble-Card aussehen. Ich speichere das Ganze nochmal. Und auch hier hast du natürlich, wenn du vorne auf das Logo klickst, dann die Steuerungselemente, kannst du entsprechend steuern. Ja, hoch und runter fahren deine Rollos oder hier über die Steuerungssymbole eben dein Rollo fahren. Und so kannst du eben hier dann auch weitere Covers hinzufügen. Und genauso kannst du auch hier natürlich die Designs mit einem horizontalen Stapel hier nochmal sortieren, wie oben die Beleuchtung auch. Da bist du wirklich völlig frei, kannst du natürlich auch irgendwelche anderen Home Assistant-Karten dann hier mit hinzunehmen. Eine Karte bleibt dann jetzt zum Schluss noch übrig, die schauen wir uns dann jetzt als letztes an. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Pop-up-Karte erstellt. Und ich sage jetzt einfach mal hier ganz schnell, dass ich diese duplizieren möchte. Also einmal duplizieren. Und du darfst hier keine, wie gesagt, keine Karten mit zwei gleichen Namen vergeben. Daher nenne ich das Ganze jetzt einfach hier mal zum Beispiel Esszimmer oder keine Ahnung. Wir können auch hier Hobbyraum draus machen, damit die auch wirklich dann getrennt sind. Hobbyraum, dass wir zwei unterschiedliche Karten ansprechen können. Den Inhalt lasse ich jetzt einfach mal gleich. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle dann für das Weitere. Dann speichere ich hier das Ganze mal ab. Jetzt haben wir eben dann zwei unterschiedliche Karten. Und damit die später dann auch, dass du da später durchnavigieren kannst, dafür gibt es dann jetzt nochmal eine weitere Bubble Card, einen weiteren Typ. Den haben wir gerade schon gesehen. Und zwar ist der dann hier vom Typ Horizontal Buttons Stack. Den wähle ich dann gerade mal aus. Und dann kommst du erstmal hier eine leere Ansicht. Und in dieser Ansicht kannst du dann sagen, dass du Buttons hinzufügen möchtest. Also klicke ich hier drauf. Dauert immer einen kleinen Moment, bis das lädt, die ganze Geschichte. Also hier immer ein bisschen Geduld haben. Und dann öffnen sich hier weitere Felder zum Ausfüllen. Hier an erster Stelle werden dann jetzt eben die Hashes eingesetzt. Also hier einmal das Wohnzimmer. Dann kannst du hier auch nochmal einen Namen vergeben. Ich mache das nochmal, dass man es deutlich erkennt. Wohnzimmer. So, und hier oben siehst du noch schon entsprechend die Karte, die Anordnung. Kannst hier auch nochmal ein Icon vergeben, wenn du möchtest. Dann nehme ich mal wieder unser Sofa, dass man das auch so ein bisschen schön erkennt, wie sich das verändert vom Design her. Und hier könntest du auch nochmal weitere Entitäten hinzufügen, wie zum Beispiel eine Lichtgruppe, was ich jetzt auch mal machen möchte, weil das Coole ist, wenn du hier jetzt eben eine Lichtgruppe hinzufügst, dann siehst du auch den Status deiner Gruppe. Also das heißt, hier möchte ich dann meine Lichter vom Wohnzimmer haben. Zack, habe ich hinzugefügt. Und dann siehst du es auch, ändert sich sofort die Farbe von der Gruppe, dass du auch direkt hier über die Steuerungssymbole siehst, ob noch Beleuchtung in dem jeweiligen Raum oder von der jeweiligen Gruppe aktiv ist. So, und dann hatten wir ja noch eine zweite Pop-up-Karte. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Button, lassen das Ganze hier mal laden, bis dann die Felder entsprechend da sind, verfügbar sind. Und dann können wir das auch gleich hinzufügen. Das Ganze wird ja hier als Buttons betitelt. Und dann haben wir jetzt hier den zweiten Button, auch hier als erstes wieder der Name, nämlich der Hobbyraum. Und dann sollte es auch in der Vorschau direkt ergänzt werden, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ja, genau. Und dann noch einen Namen einsetzen, Hobbyraum. Und dann haben wir vielleicht noch ein schönes Logo irgendwie, keine Ahnung. Party, gibt es da irgendwas? Ja, nehme ich mal das hier. Zack, Party. Und dann sollte das Ganze sich entsprechend in der Vorschau aktualisieren. Ich gehe mal hier in ein anderes Feld dann rein. Ja, dann hast du es gerade gesehen. Ist das aktualisiert worden? Und so baust du dir dann deine Navigation auf. Ich sage jetzt hier mal Speichern. Und dann hast du hier irgendwo mitten unten rein sortiert dann deine Navigation. Dann ja horizontalen Stapel in dem Fall auch. Und jetzt speichere ich das Ganze mal ab. Also sage hier fertig, gehe aus dem Dashboard raus. Aktualisiere einmal die Ansicht und dann verschwinden auch die Pop-ups. Also jetzt siehst du auch wirklich den Sinn der ganzen Geschichte. Die Karten, die Pop-ups, die sind jetzt im Hintergrund. Und wenn du dann jetzt hier auf eine der Karten gehen möchtest, also eine der Pop-ups öffnen möchtest, klickst du einfach drauf und dann wird hier die Karte in den Vordergrund geholt und du kannst eben dann deine Steuerung vornehmen und du siehst, die verschwindet auch wieder. Und wie ist das jetzt passiert? Wenn du dich erinnerst, wir hatten ja ganz am Anfang, als wir die Pop-up-Karte eingerichtet haben, gesagt, dass nach 5000 Millisekunden die Karte dann auch wieder verschwinden soll und genau das ist eben passiert. Also nach 5 Sekunden wird die Karte dann wieder eingeklappt. Ja, und so kannst du dir eben dann dein Menü hier aufbauen. Ich aktualisiere das Ganze nochmal. Und dann siehst du hier unten auch immer so einen Effekt. Die ist jetzt so ein bisschen hochgefahren. Das kannst du auch beeinflussen, indem du hier dann sagst, im Bereich der, wo sind sie jetzt? Ja, das dauert immer ein wenig hier unten. Das waren die Einstellungen. Das kannst du auch beeinflussen, indem du sagst, okay, dass hier diese Rise Animation eben nicht passieren soll.
Im Moment ist das ja animiert. Das kannst du hier dann eben ausschalten, speichern. Dann sage ich hier nochmal fertig. Aktualisiere die Seite und dann wird das eben einfach nur eingeblendet. Also ich aktualisiere das nochmal und du siehst, das springt dann einfach nur ins Bild und ist dann im Prinzip da. Du hast eben keine Animation mehr, dass das von unten eben nach oben gezogen wird. Wenn dir das eben besser gefällt, klar, kann man es natürlich wieder aktivieren. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich sage hier nochmal bearbeiten und aktiviere das Ganze wieder, um dir auch nochmal den Unterschied zu zeigen. Ist es aktiviert? Genau. Speichern. Hier wieder auf fertig. Einmal den Browser aktualisieren. Und da siehst du ja, fliegt es immer von unten so ein bisschen rein. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Ja, und natürlich kannst du ja auch dann eben deinen weiteren Raum anschauen, den öffnen. Und jetzt wartest du eben wieder die 5 Sekunden ab. Und dann wird es wieder eingeklappt. Die Zeit hast du dann immer. Oder du gehst einfach her oben auf das X. Daher brauchst du das hier an der Stelle. Kannst auch die Karte dann direkt einklappen, ohne dass du dann 5 Sekunden warten musst. Das geht an der Stelle natürlich auch. Also hier X, zack. Und dann ja, kannst du eben deine Karte direkt einblenden, ohne dass du immer warten musst, bis die Zeit dann irgendwie runtergetickt ist. Ja, und so viel dann erstmal zu den Bubble-Karten an sich. Jetzt habe ich dir alle gezeigt. Also du kannst da wirklich coole Sachen machen. Du kannst es noch viel, viel schöner und geiler machen, indem du halt irgendwie dann vielleicht deine Style-Sheets verwendest, die da oben drauf setzt. Also da kann man sich noch wirklich ziemlich austoben. Aber ich glaube, allein durch die Einstellungen, die du im Standard machen kannst, hast du ja ziemlich viele Möglichkeiten, um das eben individuell anzupassen, wie du es möchtest. Und hast ja, glaube ich, wirklich nochmal eine schöne Alternative zu vielleicht Mushroom Cards oder den Home Assistant Kachelkarten. Und vor allen Dingen kannst du hier dir dein Dashboard relativ clean halten und kannst vor allen Dingen irgendwo, ich sag mal, zum Beispiel raumabhängig dann steuern. Also ich hatte vorhin das Beispiel gesagt, du gehst ins Wohnzimmer und dann geht eben jetzt hier deine Karte fürs Wohnzimmer auf. Oder du betrittst eben einen Hobbyraum und hast immer direkt auf dem Dashboard dann auch deine entsprechenden ja, Steuerungselemente, die du für den Hobbyraum möchtest. Also das kannst du wirklich super cool mit der Karte machen, ohne dass du irgendwelche Tracker brauchst oder sonstiges mit zum Beispiel ja, Bewegungsmeldern und, oder eben Tür- und Fensterkontakte. Also daher finde ich die Karte wirklich super cool und auch super flexibel und daher gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das soll es dann für das heutige Video gewesen sein. Für mich ist es wirklich eine super schöne Karte, aber schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von der Karte hältst. Ist das was für dich oder was ist denn so deine Top-Karte aus diesem Jahr, die du entdeckt hast? Lass mich das gerne mal wissen. Vielleicht kann ich daraus ja auch ein Video hier für die Community machen. Ansonsten wie immer gerne einen Daumen da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Abo da lassen, wenn du neu bist auf meinem Kanal. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis bald.